Die St. Paulskirche ist die einzige rein deutschsprachige Gemeinde von ehemals über 20 Gemeinden in New York. Die Gemeinde gründete sich 1841. Im Oktober 1842 wurde der Grundstein zur ersten St. Paulskirche gelegt. Wenige Monate später konnte sie schon genutzt werden. Aufgrund des dauerhaften Einwanderungsstroms aus Deutschland musste bald über den Bau einer neuen Kirche nachgedacht werden. Am 6. Mai 1860 fand der letzte Gottesdienst in der ersten Kirche statt. Danach wurde sie abgerissen und ein neues Gebäude mit ca. 1000 Sitzplätzen errichtet. Am 20. März 1861 wurde die neue Kirche feierlich der Gemeinde übergeben. Aufgrund der Inbetriebnahme einer neuen Hochbahn kam es zu erheblichen Lärmbelästigungen, welche so unerträglich wurden, dass ein neuer Standort gesucht werden musste. Dieser wurde 1897 in der 22. Straße gefunden. Die alte Kirche wurde daraufhin für $190.000 verkauft. Der deutsche Architekt Francis Minuth wurde mit dem Bau der dritten Kirche im neugotischen Stil beauftragt. Am 4. Juli 1897 fand die feierliche Grundsteinlegung statt. Nach lediglich 7 Monaten Bauzeit konnte die Kirche bereits am 13. Februar 1898 eingeweiht werden und war bereits bei der Fertigstellung bis auf den letzten Cent bezahlt. Alle großen Weltereignisse spiegeln sich direkt in der Geschichte der Gemeinde wider. 1923, im Jahr der Hyperinflation, in Deutschland kamen ca. 120.000 deutsche Neueinwanderer in die USA. 1941, nach der Kriegserklärung Deutschlands an die USA, wurde der Gemeindebrief in deutscher Sprache verboten und viele Gemeindemitglieder interniert und erst 1947 wieder freigelassen. Das war für viele besonders schwer, da ihre Söhne, inzwischen Amerikaner geworden, in der Armee gegen die Deutschen kämpften. 10 Monate nach der Kapitulation Deutschlands rief die St. Pauls-Gemeinde die Initiative Liebeswerk der deutschen Nothilfe ins Leben. Es wurden über 6.000 Pfund Kleidung und $10.500 gesammelt und nach Deutschland geschickt, um dort der Bevölkerung zu helfen. Die große Hilfsbereitschaft und Anteilnahme von New York aus sorgte nicht nur für Erleichterung in Deutschland, sondern auch für Aufschwung in der Gemeinde. Die Gemeindestruktur änderte sich im Laufe der Zeit. Anfangs noch von deutschen Auswanderern geprägt, nahm nun die Zahl der Deutschen zu, die nur auf Zeit in den USA tätig waren. 1972 richtete die EKD zur Betreuung dieser Expatriates eine Pfarrstelle in New York ein. Das Angebot der St. Paulskirche richtet sich seitdem an alle im Großraum New York lebenden Deutschen. Die Gemeinde ist heute die einzige deutschsprachige Gemeinde in Manhattan.